Oh Mann. Krummes Schwert. Oh wei. Das Mittagessen steht auf dem Tisch und die Ritter können es gar nicht mehr abwarten. Sie haben alle ihre Schwerter gleichzeitig in das Stück Fleisch gestoßen. Eines der Schwerter ist keine gewöhnliche Waffe und scheint etwas krumm zu sein. Schau dir alle Schwerter genau an und finde den Besitzer des krummen Schwerts. Oh Mann. Oh Mann. Also. Entschuldigung, aber ich sehe da in dem einen Satz eine Metapher, die ist wirklich. Oh nein. Sehr zweideutig. Ich glaube, ich hab's schon. Oh. Führe den Touchpad über den Touchscreen, um die Hand auf dem oberen Bildschirm zu bewegen. Okay. Wenn du sie über ein interessantes Detail führst. Ja, ich bin mir relativ sicher, dass es ist. Möchtest du auch überlegen? Nee. Nee, warte mal. Ich würde gerne einen Screenshot machen und das Ganze in Paint bearbeiten. Wer könnte das krumme Schwert haben? Der hier? Was ist da jetzt? Also, es kann natürlich täuschen, aber ich hätte gesagt... Upsi. Ich hätte gesagt, der unten links. Unten links, der? Das sieht total schief aus, finde ich. Ja. Oder? Aber jetzt im Nachhinein bin ich mir auch nicht sicher, weil jetzt auch die anderen irgendwie krumm aussehen. Das obere zum Beispiel auch. Ich würde sagen, wir machen doch einen Screenshot. Also warte mal, ich kann ja hier was ranhalten. Das obere geht. Okay, halt du mal was ran, genau. Oder ich leg den Stylus an. Das, was du hast, geht auch. Das, was das ich ist das hab... unten links. Unten links, der hier. Ja, der ist... Geht das wirklich nicht? Ich bin der Meinung, das ist das Schiefe. Ja. Geht sie nicht auch. Hallo, Jim. Oh, warte mal ganz kurz. Überlege kurz. Es könnte... Ja, ich denke auch, dass es krumm ist. Möglicherweise. Aber das sieht auch voll krumm aus, eigentlich. Aber das hat dann den Winkel dafür. Nee, sieht okay aus. Das sieht aber dann auch richtig. Nee, das sieht. Ich mache jetzt einfach auf Antwort und dann sehen wir es ja. In diesem Zusammenhang, Joey ist auch noch gesund und munter. Oh, schön. Nö, der war's nicht. Nicht das, was ich gesagt habe? Nein. Mist. Dieses Schwert ist gerade. So sicher. Ja, aber was ist denn da? Oder haben wir hier was übersehen? Gibt's hier noch einen Ritter irgendwo ganz woanders, der ein... Nee. Wir müssen eins von denen... Vielleicht der unten rechts? Was ist das denn? Ach nee, das ist das. Und, na oder der? Nee, hä? Naja, gut, was man ein bisschen übersieht, ist, die stechen ja zum Teil oben rein und kommen unten raus und umgekehrt. Das muss man mit einkalkulieren. So. Stimmt. Vielleicht ist das damit gemeint, ja. Weil dann könnte das schon irgendwie hinhauen. Der sticht so rein und kommt so raus. Dann der bin ich bei dem unten rechts fast wieder. Der kommt. Achso. Dass er so gerade reinsticht, aber es so weit oben rauskommt. Also so nach oben. Nee, das schon. Obwohl, nee, das. Das macht mir irgendwie gerade keinen Sinn. Probier den unten rechts. Den würde ich jetzt. Nicht den? Sehen. Oder? Ja, oder? Oder einen anderen. Naja, wir können nur Pikarad verlieren daran. Ich kenne schon die Antwort. Ah! Okay. Aber warum? Komme, was wolle.
Rätsel werden gelöst. Richtig. Der kleinste... Aha. Der kleinste Ritter scheint der Besitzer des Krummschwertes zu sein. So, so. Okay, also ja. Dann... Aber ja, da oben sieht man es ja jetzt, wie es gebogen sein soll, aber trotzdem irgendwie... Na gut, die anderen waren doch gerade. Das hat ja. Uns getäuscht. Oh Mann. Naja. Ja. Ist dann halt so. Danke euch, werter Hutmacher. Konnte es unverzüglich reparieren. Nee, dank euch, werter... So, ja. Ja. Ich bin froh, dass ihr mir... Nee, Moment. Achso, ich bin froh, dass ihr mir helfen konntet, euch zu helfen. So ein Rätsel ist doch ein Klacks für den Professor. Wie ich bereits vermutet hatte, seid ihr gewiss kein gewöhnlicher Gentleman. Ich höre Joey. Hallo. Den werten Hutmacher Herschel Lake möge von nun an freies Geleit durch dieses Tor gewährt werden. Danke sehr, der Herr. Begebt euch bitte so geschwind wie möglich zum Schöpfer. Ich wollte jetzt erst Ritter sagen. Was? Nix. Zum Stripper. Zum Ritter. Achso. Gewöhnlich dürfen gemeine Bürger nicht das Tor passieren. Das ist kein Problem, wir sind liebe Bürger. Nur Rittern ist es gestattet, über diesen Wachposten hinaus in das Reich des Schöpfers zu treten. Ich werde dem Schöpfer gleich noch woanders reintreten. Es ist sicher mühsam, dieses schwere Tor hinter jedem Besucher wieder verschließen zu müssen. Wir können sicher sein, dass der Schöpfer in der Nähe ist. Die Wachen sind in Alarmbereitschaft. Bip. Warte mal, gibt's hier eigentlich ein verstecktes Rätsel? Das weiß ich gerade gar nicht. Nee, warte, stand nichts da, glaube ich. Hier ist eins. Okay, dann suchen wir das doch erstmal. Oh, hatten wir überhaupt Hinweismünzen in dem anderen Teil gefunden? Oder gesucht? Schon irgendwann mal? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Hey, egal wo ich hingucke, überall sind Ritter. So ist es. Die Ritter unterhalten ihren Wachposten auf dieser Seite des Tors. Den Dimensionen nach zu urteilen, könnte ich mir vorstellen, dass sie auch hier leben. Aber ich frage mich, wo wir hier den Schöpfer treffen sollen. Der Ritter hat gesagt, wir sollen zum Audienzzimmer gehen, wo auch immer das ist. Mit einem großen Namen wie... Audienzzimmer! Sollte es leicht zu erkennen sein. Luke, siehst du den langen Treppenlauf dort drüben? Dort sollten wir zunächst einmal schauen. Ein Treppenlauf? Ah, ich sehe ihn! Hey! TeamViewer ist ausgegangen. Wieso ist TeamViewer ausgegangen? Und ich hoffe, Mark kommt wieder. Wenn das so weitergeht, muss ich ihn anrufen. Haben wir gleich. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er ja. Was ist mit dir passiert? Ich weiß nicht, technische Probleme gehören wohl dazu. Ja, stimmt, das ist bei uns ja normal. Bei uns sind technische Probleme ja normal. Durchaus. Ich weiß nicht, mein Teamviewer hat sich plötzlich beendet und jetzt hat sich aber Skype-Aufgaben am Start. Deswegen kann ich jetzt auch gerade nicht rein. Alles doch dazu. Ich hätte ja gesagt, dass du einfach wieder in Teamviewer reingehst. Ja, bin ich ja, aber der will ein neues
Wie wär's mit einer 8427? Ist das nicht dasselbe wie vorhin? Ist ja der Wahnsinn. Ah, okay. Ja, stimmt, klar, klar. Okay, gut, dann unterhalten wir uns gleich mal weiter. So, kann man doch alles beheben. Schauen wir mal, Voice-over-IP und Mikrofon ist an. So, jetzt hörst du mich? Du müsstest dein Mikrofon vielleicht auch wieder anstellen. Ja, habe ich vergessen. Jetzt ist an. Jetzt ist an. Schön, sehr schön. Okay, du darfst. Da ist auch noch ein Gebäude. Sieht ziemlich stattlich aus. Meinen Sie, darin ist das Audienzzimmer? Richtig, mein Junge. Allerdings scheint dort etwas vor sich zu gehen. Ach so, wie das, und so wie das aussieht, glaube ich nicht, dass wir es einfach ignorieren und vorbeischlendern können. Wie dem auch sei, lass uns einmal schauen. Okay. Ich würde jetzt trotzdem zu dem anderen nochmal gucken, ob da Hinweismünzen nun waren. Ich will das wissen. Oh ja, tatsächlich. Oh, drei sogar. Ja, dann. Finden wir die doch. Nee. Diese Gegend wird streng überwacht. Vielleicht haben die Wachen ein Auge auf uns. Wenn man den Zugang zur Brücke einschränkt, kann man Eindringlinge gut fernhalten. Es scheint, als würden sie nicht nur Hexen, sondern auch Bürger fernhalten wollen. Auch Burger fernhalten. Oh, da ist eine Hinweismünze. Kling. Sehr schön. Noch eine. Kling. Beding. Eine ist noch irgendwo. Da. Kling. Sehr schön. Guti. Dann gehen wir mal zum nächsten und suchen das versteckte Rätsel und die drei Hinweismünzen, die hier noch irgendwo sind. Und eine Münze. Von der anderen Seite hört man einsatzfreudige Rufe und den Klang von Metall auf Metall. Training? Möglich. Das Training der Ritter zu beobachten, weckt in mir ein Verlangen, mich anzuschließen. Ja, fechten kann er ja auch. An eine Steckdose? Ja. Aber sind Schwerter nicht nutzlos gegen Hexerei? Vielleicht, weiß ich nicht. Oh, ich kann die Pferde da drin hören. Sie würden sich gern mit mir unterhalten. Oder ich mich mit ihnen. Ja, komm. Dieser große Stall ist ein Beleg dafür, wie wichtig Pferde für in Labyrinthia sind. Ja, hat halt nicht jeder einen Besen dort. Die Pferde sind alle so gut gelaunt. Sieh wie an. Aber man spricht nicht mit vollem Mund, doofes Pferd. Aber. Ja, aber glaub, das ist A hier. Das war Nummer 2, wenn ich mich nicht irre. Oh! Hupsa! Den wollte ich doch gar nicht. Das Heu ist so lecker! Es hat keinen Zweck. Seit 3 Tagen und Nächten denke ich schon darüber nach, aber ich verstehe es immer noch nicht. Was versteht ihr nicht? Boah, erschreckt mich doch nicht so. Wie lange steht ihr schon da? Wir sind schon eine ganze Weile hier. Seit gestern. Seit 1,5 Jahren. Nun ja. Euch kann ich jetzt wohl sagen. Also, ich habe meine Geistesübungen gemacht. Die Ritter müssen fit bleiben, nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Übungen des Geistes? Entzückend. Das klingt so abwertend. Abfällig. Ja. Ja. Als Gentleman strebe ich ebenfalls stets nach flexiblem Denken. Euer Kommentar strahlt Zuversicht aus. Wenn ihr so selbstsicher seid, warum versucht ihr euch nicht an diesem Rätsel? Es ist ein Schachrätsel, das auf dem wackeren Kampf zweier Ritter basiert. Schachrätsel. Das einzige Problem ist, dass ich den schwarzen Springer nicht besiegen kann, egal wie sehr ich mich auch anstrenge. Jetzt ehrlich,
Die packen da Rätsel rein, die man auch in irgendeiner Tageszeit. Oh, doch nicht. Aha. Ritterspiel. Zwei gegnerische Divisionen aus ritterlichen Springern tragen eine Schlacht aus. Und zum Gewinnen musst du alle gegnerischen Schachfiguren schlagen. Mhm. Die Springer im Schach bewegen sich immer zwei Felder nach vorne und eins zur Seite. Ja. Diese Bewegung kann nach oben, unten, links oder rechts ausgeführt werden. Aber sei vorsichtig, das Schachbrett ist übersät mit fallenden Feldern, die dich in die angezeigte Richtung verschieben. So ein Schachspiel fänd ich cool. Ah, das ist Schach zusammen mit dem Untergrund von der Spielhalle in Pokémon Rot, Blau und Gelb. Ich wollte gerade die Silphscope sagen, aber okay. Ja, nee, Silphscope ist es nicht. Also in dem Teil kriegt man, in dem Untergrund kriegt man dieses Silphscope, aber die Silphco hatte eigentlich Die waren die Teleporter, ne? Ja, genau. Stimmt. Und dann diese zu öffnenden Türen mit dem Türöffner. Okay. Dann probieren wir es mal. Feier. Also er soll auf einem Springer landen. Ja, springt der andere Springer dann eigentlich auch, oder wie? Ja, wir werden es erleben. Ja. Ha. Okay, wir können also zumindest nicht. Also, wir dürfen nicht in das Loch, nicht wahr? Mhm. Nehme ich mal an. Ne? Hm. Dann würde ich sagen, also, wenn wir jetzt das ganz rechts nehmen, dann würden wir zurück zu unserer Ausgangsposition kommen. Das bringt nichts. Oder aber. Ganz links fallen wir ins Loch. Oder der andere, der darf gar nicht springen. Das kann natürlich auch sein. Mhm. So. Hm. Genau, ganz links fallen wir ins Loch. Außerdem, wenn wir zu dem. Gucken wir mal. Dip, dip, dip. Wenn wir zu dem freien Feld gehen, wo kein Verschiebeding ist, dann würden wir spätestens in dem Zug danach. Obwohl, dann würden wir in dieser unten. Also das Einzige, was wir machen könnten, wäre, glaube ich, dann in dieser unteren einen Ecke da zu landen. Mhm, genau. Hm. Ich glaube, ich habe das Rätsel gelöst. Ich weiß nicht, ob das die schnellste Variante ist, aber. Du könntest zurück zum Anfang fahren. Will ich ja nicht. Bam! Ich frag mich, ob es da noch ein paar andere Möglichkeiten gibt. Bestimmt. Ich würde das gerne dann ausprobieren, aber jetzt nicht. Ach so! So meinst du? Ich dachte, ob es dieses Rätsel noch mal ein schwerer gibt. Na, das auf jeden Fall, ja. Aber ob es auch andere Lösungswege gibt. Ja, das bestimmt. Gut gesprungen, Schachmatt.